Sieh, Alter, wann erlebst du das mal, dass ich dich promote? Aber freiwillig. Ah, das war voll sweet, Mann. Das war echt eine schöne Zeit. Alter, was ist denn mit Jackie passiert? Was soll denn so? Nein! Ab wann kriegt man Gold und ab wann kriegt man Silber und so ein Scheiß? Gold 2 Jahre. Silber 1 Jahr, glaube ich. Was, als ob das schon so lange hier ist, der Huren. Ich? Ja. Du bist einfach nie da, Janne, sieh sein! So gebe ich halt auch gerade mal Gold, aber trotzdem. Ich bin schon Platin, wenn es darum geht, lul. Du bist Diamant. Lul. Ja, oder so. Uff, Anime Secret Hitler. Ich probiere auch mal eine Diskussion, weil da müssen wir das halt machen, wenn du das. Lord Image fail, das ist schon mal eine super Voraussetzung. Ich wollte gerade sagen, das ist schon super, wenn er den Tisch nicht laden kann. Das ist das, was. Das ist exakt das, was. Okay, nee, ich mach das dann einfach nochmal, ne? Arschblicken. Wo ist das? Wir können natürlich auch Bench, wenn ihr wollt. Davon hätte ich auch eine gescriptete Version. Nein, jetzt. Können wir nicht einfach das ganz normale Secret Hitler spielen? Ja, mach. Ja, ich such's gerade in meinem. Oh, Schreiber! Ich bin Liberal und Faschist zur gleichen Zeit. Ja, ja, das ist so. So. Warte. Genau, von Players, ihr seid alles cool. Was? Entschuldigung, das ist echt nicht nett. Oh, könnte ich doch nicht sagen. Du stehst gerade durcheinander und niemand weiß, was er los. Einfach 4 drücken auf? Ja, kannst du machen. Da und da hin. So, ich fick dich. Das letzte. Ich mach mit der Saison. Da braucht man gar nicht. Ja, alles klar. Alles klar, gut. Verbreitung geschossen. Dezent Hyping, why? Weil du hast Downloads? Nein, ich dauere noch nicht, weil ich hab's eigentlich abgebrochen. Ja, dann hast du immer noch halben Intern-Scheiß. Gut. Okay. Hätte ich Chance, ja. Aber ich hab's keine Kurz gesehen. Hitler weiß ja, wer Faschist ist, und der Faschist weiß, wer Hitler ist. Warte, mach ich gleich. Ja, jetzt müssen wir einmal irgendwie Augen zu, ne? Und ehrlich sagen. Richtig. Ah, ja. Ja, ist klar. Ist ein, wer Augen auf hat, ist auch kurz. Nein, das sieht man im Chat. Wer Augen auf hat, ist das, gut. Das sieht man im Chat, hier, deswegen kannst du das nicht. Achso, okay, für mich dann. Game Leader, sagen wir mal. Weißt du noch nicht? Noch nicht! Ich bin der Game Leader. Ich bin noch komplett folded. Ja, darf ich mal Augen zu? Gut. Alle machen jetzt ihre Augen zu, und die Liberalen machen jetzt die Augen zu, nehmen die Hand von ihrer Maus weg. Und der Faschist und der Hitler bewegen ihre Hand. Und dann jetzt auch ihre Hand zu bewegen. Das machen alle die Augen auf. 3, 2, 1, ich war mal ausnahmsweise ehrlich. Ich auch. Ausnahmsweise! Also aus Versehen mal kurz die Maus bewegt, so zwischendurch, wenn man liberal ist. Nee, ich hab so, sonst konnte man sich immer gut merken, wo die Mäuse lagen, weißt du? Achso. Wenn du auf Gas bist. Unehre. Aber es ist halt, ja, es ist halt lame. Tatsächlich, wenn ich halt Hitler oder Faschist bin, dann lege ich tatsächlich meine Maus wieder an die Stelle, wo ich sie hatte. Ja, hab ich vorher auch mal gemacht, weil ich dachte, den Trick mache ich nur ich. Wer möchte würfeln? Nee. Ich will würfeln, nein, ich will. Ja, weil ich das, ich hab das Privileg, weil ich wieder da bin. Er ist wieder da. Und wenn du es nicht schaffst, dann kann er sie halt würfeln. Der Unterführer. Easy, keiner. Ja. Jetzt geht der Würfel einmal rum. Jawohl, die Grün. Jetzt geht der Würfel echt einmal rum. Geht's um die Farbe oder um die sicher um die Farbe, nicht um die Zahl. Ne? Beides. Ja, Sauersier. Ich darf anfangen. Präsident. Ich hab vergessen. Was muss ich nochmal machen? Ich muss einen wählen. Kanzler wählen. Du kannst einen Kanzler wählen. Puh. Komm, my boy. Also das finde ich jetzt schon ein eindeutiges Zeichen, ohne dass du so anders. Ja, weil ich wieder da bin. Also, er ist Goebbels und ich bin wieder da. Also du bist Hitler? Ja, dann. Darf ich auch abstimmen? Ja. Ja. Mag Hitler. So, toll. Ich mag Hitler. Insecure was schon. So, wann hat er nochmal verloren, wenn Hitler jetzt Präsident wird oder was? Ja, wenn Hitler Kanzler wird, ab 3 roten Karten.
Oder wenn 6 rote Karten oder wenn es 5 blaue Karten oder so weiter. Warte, was? So, wenn der Hitler Kanzler wird dann? Wenn Hitler was? Kanzler wird, 3 roten Karten haben die Faschisten gewonnen. Wenn Hitler, also wenn 6 rote Karten liegen, haben die Faschisten gewonnen. Wenn 5 liberale Karten liegen, haben die Liberalen gewonnen. Mhm. So, und du musst jetzt 3 Policy-Karten ziehen, eine davon raus tun und mir dann quasi die Wahl überlassen. Ah. Ja. Ah. Also du drehst jetzt eine um, legst sie dann verdeckt auf den Stapel. Und den Rest schieb ich ihm unter. Ja. Wenn das keine rote Politik ist, dann bin ich enttäuscht wodurch. Eine, ich muss auch eine weglegen, ne? Ja. Ja, ja, und dann eine auf den hinlegen. Ja, es. Sorry, aber sie hat mir so die Karten gegeben. Ja, ich hatte. Ja, ich hatte das mal mit Hitler und Goebbels. Das war auch ein sehr klares Zeichen, muss man schon sagen, ne? Also. Ich hab's doch gecallt. Wer ist jetzt dran? Jetzt geht's weiter. Nächster Präsident. Na komm, Andreas, wer soll der Kanzler sein? Mach nichts Falsches, Andreas. Warte, ich brauch die Schilder. Wieso heißt er eigentlich Andreas, wenn er Sepp heißt? Ja, der Typ ist behindert, der Typ ist ein Depp, so. Verstehst du? Depp konnte er nicht nehmen und deswegen ist er jetzt Sepp. Die Schilder sind dafür, du kannst nicht nehmen. Achso, das Ziel ist es, wenn du halt liberal bist, dass du einen Karten hast, dann hab ich schon 10 Karten. Mhm. Andreas, du musst das Ding nehmen und irgendwo. Ja, danke, sorry, ich hab grad gesagt, alles gut. Ja, dann hör auf zu lenken. Du möchtest den Kanzler. Eigentlich kann er ja nur. Nee, er kann nur kriegen. Er kann zwischen mir oder dir wählen, Kim. Doch nur uns zwei. Ja. Easy. Niemand vertraut Chris. Drei Faschisten, ne? Ihr seid die beiden. Jetzt musst du 3 Karten ziehen, Andreas. Ey, warte, wie viele Liberalen gibt's nochmal? Nein, es wird erst gewählt. Achso, erst wird's. Wie viele Liberalen gibt's nochmal? 3 und 2 Faschisten. Also einer davon ist Hitler. Also ein Faschist, ein Hitler, genau. Wenn Hitler tot ist, gewinnen übrigens auch die Liberalen. Entschuldigung, das ist zusammen. Ach komm, ich truste ihm. Ja, wobei, also einer der Bösen ist ja schon mal raus. Ich glaube nicht, dass er beide in meinem Team sind. Ich kann mich auch irren, aber. Sauber, Sia ist es. Sia ist da nicht für, alles klar. Ja. Ein bisschen fishy bist du wohl, warum ne? Warum hast du nur letztens Nein gewotet? Ja, warum sollte ich nicht. Du hast doch auch bei ihm Nein gewotet. Nein, habe ich nicht. Oder Kevin. Aber, hallo, Kevin Watson. Was, als Kanzler nehme ich doch? Nee, als Präsident nehmen. Riesen. Ob du doof bist. Der Präsident, der Kanzler gibt ja 2. Achso, Entschuldigung. Uff. Kann ich mehr regeln, ne? Entschuldigung, zu lange nicht gespielt. Da hat er alles rigged gemacht, Alter. Wenn ich jetzt da raus bin. Ja, lass mich nicht einfach so mal Nein voten, Alter. Einfach mal random. Wenn er zu blau kommt, dann ist das schon klar, was hier ist, ne? Nein. Ja, natürlich. Ja, wenn du drehst eine um, legst eine verdeckt auf den Rücken, wenn die andere legst. Alles klar. Alles klar, alles klar. Alles klar. Sehr schön. Sian! Was hast ihr? Du sowas Nein gewählt, Nadus. Darf ich nicht einfach so mal Nein wählen? Ja, Sian kann man bei jedem nicht vertrauen. Muss ich bei jedem Ja wählen? Sian kann man nicht vertrauen, weil er hat für eine rote gesorgt, als Präsident hat wahrscheinlich die Blau verschwinden lassen. Und dann will er nicht, dass die Blauen gewählt werden. Das ist schon sehr fischig. Jetzt schon schwierig. Nicht. Okay. Janis? Ja? Ist das dein Kollege da neben dir? Na, weiß ich nicht. Also ich muss echt... Was zugeben, für weiß ich? Ich bin, also nein, ist er nicht. Also nein, ist er nicht. Also ja, nee, warte, weiß ich nicht, also... Oh Gott, Janis. Also ihr seid nicht, also ihr seid schon mal, ne? Also, schon wir sind nah, wir sind... jetzt am besten, nicht, ne? Wieder nicht. Hat jemand wieder nicht die Wahl gelassen, wahrscheinlich. Schwierig. Ja, weißt du, ich hab ihm einfach, ich hab ihm 3 gelbe gegeben. Ach so, 3 gelbe. Und er hat bei den 3 gelben für die blaue entschieden. Ah! Natürlich. So läuft das. Ha. Ja. Ja, also ich würde vorsichtig sein, wenn ihr wählt, ne? Weil, ne? Ja, also sie hat es schon... Also ich weiß nicht, er war ein super Kanzler. Ich weiß nicht, was, was Chrissy auf der Hand hatte, auf jeden Fall hat er mir die Wahl gelassen. Ich habe eine rote abgelegt. Okay, dann hat er mir die Wahl gelassen. Natürlich hat er das. Ja, ich habe eine rote abgegeben, meine blaue und eine rote gegeben und er hat sich für die rote entschieden, was? Dann schauen wir doch mal, was ist die Wahl denn? Ja,
Ja, Seppel. Wenn alle ja wählen, dann ist das nicht. Also ich muss dann sagen, das dass sie ja gerade bei. Ich frag mich, bei wem sie hat gerade den Schicksal. Ist sie halt jetzt bei Jannis im Team oder ist sie halt jetzt bei Seppel? Ich hab keine Ahnung. Ja. Er hat bis jetzt eine blaue gelegt und ich hab ihm bei dem anderen Mal keine Wahl gegeben, so. Ach, du hast ihm keine Wahl gegeben, du hättest aber, oder was? Der, nein, ich hab drei Jahre gehabt. Drei rote ziehen ist ein bisschen belastend. Ja, das ist halt so. Ja dann, Okay. So, so sehr ich doch Hitler vielleicht sein könnte, so wie drei beschissen Karten kann ich nichts tun, so. Kevin, was ist da denn los? Ja, ich hab drei rote gezogen, sorry. Okay. Wenn sie hat dafür ist, dann wollte mich sie hat wahrscheinlich Tricks und weil ich Jannis gewählt habe, mich hat Jannis jetzt eigentlich schon. Ja, Jannis, will doch mal sie hat. Meine Kopfhörer sind übel scheiße, so, ne? Ich verstehe euch mal. Also, ich bin mir bei Chrissy eigentlich ziemlich sicher. Dass ich Faschist bin, ne? Nee. Und du bist Hitler, komm, wir machen das. Ich mach jetzt einfach den Trust-Faktor. Oh, Ehre. Oh, du willst den Jungen treffen? Er gibt mir zwei rote gleich, Junge, auf Ansage. Möchtest du also nicht gewählt werden? Sehe ich mich. Doch, ich will gewählt werden. Ich meine nur gleich kriegt er mir zwei rote. Nee, das ich bin... Ich, also Chrissy hat mir nicht schon die Wahl gelassen, deswegen. Das Problem ist, wenn er das jetzt sagt und du gibst ihm gleich eine blaue, dann ist er jetzt schon dazu geforst, eine blaue zu nehmen. Was gut ist für die Liberalen, andererseits prüft ihn das jetzt nicht durch diese Aussage. Weil er sich selber auferlegt, ja, hat, eine blaue das stimmt, aber ich will halt einfach die Liberalen nach vorne bringen, deswegen. Easy, ja. Das sind ja schon wieder alle dafür. Oh, Kevin nicht. Oh, Kevin Hitler, Spaß. Ja, Kevin, warum bist du da nicht für? Weiß nicht, ich trau den Typen nicht. Mal sehen. Welchen der beiden? Dem Ägypter da hinten. Dem Ägypter, der Kölnarschloch. Der Präsident examines the top 3 cards. Ja, du darfst die nächsten Karten einfach. So, ich hab ihm die Wahl gelassen. Ich hab ihm die Wahl gelassen. Hast du das? Ja. Hast du das? Ja, ja. Wenn du ihm die Wahl gelassen hast, dann kommt jetzt ja eh die blaue, das sag ich. Ja, 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 ja. Aber. Ich trust ihn trotzdem nicht. Na! Sehr gut. Aber du hast ihn zu einer blauen geforst. Eigentlich hat er sich selber zu einer blauen geforst. Ich meine, haben wir nicht sowieso fast gewonnen, als die Liberalen? Also wir, ne? Also die Liberalen. Also, ja, ich meine, ja. Ja, ja. Gib dir die, ja, oder? Ja, dann kann ich es ihm geben? Kann ich ihn, wenn er einen Dämpfer? Scheiße. Ich will es euch nicht geben. Weil ich truste Chrissy. Meinst du? Oh, ich will nicht von ihm gewählt werden, von dem Jungen. Aber Chrissy ist halt immer. Hallo, der nach deinen Karten anguckst. Bei Chrissy weiß ich nicht genau. Bei Chrissy, ja, sauber. Bei Chrissy weiß ich nicht genau. Na komm, der hat ja gewählt vom 1, 2, 3. Schwierig, das kommt auf sie ja dann. Ja. Also, hi. Hi, was wäre deine Wahl gewesen? Warte, willst du nicht, Andrea? Oliver? Wir haben schon gewählt, was willst du? Ja, ich hab doch noch gar nicht gewählt. Ja, dann zeig an, was kommst du. Wählen wir halt einfach nochmal. Okay. Komm. Mach einen Unterschied, Rager. Achso, ich dachte, ja, vielleicht hab ich den Nein gemacht oder sowas, gewählt. Oder du willst nicht, ja. Ich hab halt anders gewählt. Ah, oh. Perfekt. Jannis, du bist eine Maschine. Du kannst dem Typen in den Kopf gucken. So, pass auf jetzt. Ja, natürlich. So, pass auf jetzt. Also, ich pick 3, ne? Ja. Boah. Ich rieche schon. Ich glaube, ich täusche mich auch noch in Chrissy, aber ich bin mir nicht sicher. Weil bei Chrissy, ja, meinst du? Chrissy ist immer so ein Ding, Alter, das ist. So ein Ding? Das ist wie. Wie sie jetzt mal so mit dem Sex, mal will sie mal nicht. So ein richtiges Ding? Oh. Jawohl. Okay, ich hab ihm die Wahl gelassen. Ey, Seat! Ja? Hast du zwei blaue gezogen? Nein, ich hab zwei rote gezogen. Sicher? Ja? Ja. Warte mal, hast du zwei rote gekriegt? Zwei blaue gekriegt? Ne, ich hab ihm eine blaue gegeben, eine rote. Nein, ich hab eine rote und eine blaue gekriegt, das ist richtig, aber hat er zwei blaue gehabt, deswegen musste er mir die Wahl lassen. Nein, ich hab zwei rote, Dude, das hab ich schwarze. Also, ja gut, ja. Entweder ist halt die Frage, Jannis, was hältst du von der Idee? Ja, ich bin auch für den, ich bin auch mit der Idee. Ich hab gerade mit Sia für die vierte blaue gesorgt und ich hatte die Wahl. Ja. Genau, und legen können. Was hältst du davon, wenn wir Nein voten und dich eher voten? Nochmal aber. Was hältst du davon, wenn wir jetzt alle Nein, also wenn wir jetzt Nein voten und ich dich dann wähle als Präsident? Warte, warum sollte er ja, ihn jetzt nicht wählen? Ja, weil wenn, also aktuell muss ich auch zugeben, Chrissy und ich sind meiner Meinung nach safe.
bei dir, du hattest, oder du musstest von mir quasi die blaue geforst. Ich hab dich zu der blauen geforst, ansonsten wärst du klar Faschist gewesen. Ja, aber ich meine, ich rote legen sollen. Dann wärst du klar Faschist. Jetzt, aktueller Stand, ist es erstmal so, dass wir drei, du, Chrissy und ich, liberal sind. Heißt, die beiden müssen Faschisten sein. So, deswegen, wenn er jetzt drei, wenn Sepp jetzt oder Andreas drei, sag ich mal, zwei rote zieht und eine blaue. Legt ihr die blaue weg, gibt ihm die zwei rote und weißt du? Ja, er kann jetzt dafür sorgen quasi. Deswegen ist die Idee eigentlich gar nicht so schlecht. Ich bin sicher, ich habe ja gewählt. Warte, was? Ich verstehe jetzt nicht, warum ich jetzt Nein bei ihm wählen soll. Ja, weil dann geht das weiter. Weißt du, dann ist keiner Kanzler. Dann ist also eigentlich. Ja, genau. Andreas könnte jetzt quasi mich dazu forcen, eine rote zu legen. Achso, ja, okay. Aber er wollte eigentlich ja legen. Das heißt, Andreas alleine gegen alle. Was ist das? Wait, ja, oder möchtest du, dass er eine andere wende? Ich kann natürlich auch dich nehmen, habe keine Probleme. Aber willst du lieber, dass ich einen anderen teste? Obwohl, Nee. Haben wir nicht gewonnen, sobald er eins? Ja. Ja, eben, deswegen. Hab ich gerade auch so. Soll ich testen? Wait, entweder machen Chrissy und sie hat das gerade heftig gut oder die beiden Faschisten sind einfach. Ja, ohne Witz. Oh ja, Chrissy, ich hasse dich so sehr. Ich kann da noch nichts für! Hat sie die ganze Zeit rote gegeben? Das klingt nach drei roten mit Hass. Ah, das sagt er, ja. Ah, ich kann doch nichts für, tut mir leid. Oh. I tried! Ja, Chrissy, wie war das? Die übersten drei Karten checken. Shit, Alter. What the fuck? Beyblade! Aber wack mal! Okay. Ficken, Alter. Okay. Das heißt, wenn jetzt entweder haben wir Glück und Kevin ist gerade Hitler. Oh Gott. Oh, Fing. Bosch, okay, komm, Kevin. Nein, ich gehe einfach nur auf Safe. Jungs, denkt nach. Denkt nach, was jetzt passieren könnte. Ich bin als nächstes Präsident, also denkt nach. Ja. Ja, okay, sicher. Was selber nein. Also was denn? Ich vertraue auch lieber Janis. Irgendein Faschist ist gerade heftig dämlich. Wer ist jetzt? Da bist du knapp, ne? Das bleibt noch alles liegen, wie es war. Okay. Du bist immer noch Priester Elektor. Achso, er ist immer noch. So, jetzt hast du die Qual der Wahl, den nimmst du. Ich kann ja nur dich, einen von den drei nehmen. Ich nehm Siad. Oh, ey. Was? Hey, wen soll ich denn sonst nehmen? Lol. Ja, ich weiß warum, okay. Eins. Ach komm, ich vertraue. Eins, zwei, drei. Was? Das Ding ist, die Liberalen können immer also, overwhelmen. Ich vertraue dir. Also irgendwie hat ich das... Ich vertraue dir auch gerade irgendwie. Nein! Ich vertraue dir. Verarschen? Ich vertraue dir auch. Ich wusste, aber ich vertraue dir am meisten. Oh nein, jetzt. Oh. Wie vertraue ich ihm jetzt nicht mehr so? Ich weiß nicht. Ich darf jetzt auch einen abknallen dann, oder? Ja. Oh, Scheiße. Ja, okay, aber was soll man machen so? Ich wusste, was kommt, aber ich vertraue dir halt am meisten. Okay. Oh, jetzt okay, musst du einen abknallen. Oh, by the way, vorher noch. Sie hat, bist du Hitler. Warum? Der muss also, musst... also na. Nein, ich bin nicht Hitler. Okay. Okay. Oh. Entweder ist, oh fuck, ist das schwer. Ich hab vor, du kennst unseren einzigen Liberalen ab so. Er ist am Ende selber Hitler, so safe. Nein, aber. Das Problem, stimmt nicht. Das ist mega lustig, wenn du mit sieben Leuten spielst, du Hitler bist, nicht deine Faschistenkollegen kennst und schießen darfst. Das ist die schlechteste Position, die du haben kannst. Oh. Ich vertraue nicht. Ich wusste leider, dass das kommt, ich konnte es nicht verhindern. Aber wenn einer schießt, dann du und nicht Siad oder. Ja, aber das Ding ist. Also, ich meine, ich hätte sieben geknallt, so einfach.
Bei ihm bin ich mir nicht sicher, aber ein von beiden, also auf jeden Fall von der Date abgeknallt, so. Fazit, er tötet mich. nein, das Ding, ich bin aber überlegt, also, das wäre ziemlich smart, also ich vor allem, weil ich deine Spielweise teilweise kenne. Weißt du, was smart wäre? Sie hat abzuschießen, das ist ein Hitler. Ja, ehrlich? Aber das Ding ist halt einfach, die Faschisten spielen das gerade ziemlich risky. Okay, eine Frage. Wo waren 5 Jahre? Bei mir waren einmal 5 Jahre, also bei mir und Janis waren einmal 5 Jahre. Bei Janis und Sia waren... Janis? Ja? Okay, es waren 5 Jahre bei mir und dir. Bei Siad und dir. Ja, und bei, was war die dritte? Pick. Uff. Kevin, warst du Hitler? Du musst nur sagen, ob du Hitler warst oder nicht. Das okay. Hättest du nicht zeigen müssen. Hättest du sagen müssen, ob Hitler oder nicht. Nee. Na, okay. Das heißt aber, wir haben jetzt drei Liberale am Tisch. Okay. Jungs, jetzt spielt das einfach nur smart. Ja, gut. Ey, ist ohne Witz, Alter. Oh nein. Ja, gut. Einfach bitte nein, einfach nein. Ja, Siad. Muss wählen. Also ich bin K.O. Warte, lass uns das so lange rotaten, bis Chrissy wieder dran ist, dann wählt er mich. Okay. Das Problem ist, das geht nicht. Nein, das geht nicht? Okay. Warum das geht nicht. Er hat das Previous Elected Shit. Wenn ich dran bin oder Andreas, können wir uns so gegenseitig spielen. Nein, ich finde eine absolut schlechte Idee. Ja gut, da habe ich nicht dran gedacht. Dann, ja komm, wählt einfach Chrissy. Na komm, last try. Unser Rest war jetzt so nein. Obvious. Das Ding ist, wenn du jetzt eine Faschistenkarte kriegst, direkt ist egal was. Dann weißt du, wie du abknallen solltest. Wurst. Den Hitler. Danke. Boah. Wie das Junge. Kanzler geworden. Sehr schön, okay. Chrissy. Oh. Hab ich doch richtig gesehen vorhin. Ich dachte, mein Ziel. Okay. Guck mal, Chris ist so krass, Alter, Mann. Ich meine, man denkt so überhaupt nicht. Möglicherweise habe ich... Andreas, das war so obvious, Alter. Warum hast du noch nichts gemacht, die ganze Zeit? Also, ich weiß nicht. Du bist so ein dummer Scheiß. Ich hasse dich so bis zum tiefsten Grund der Erde, Alter. Ich hoffe, du bist... Aber ohne Mist, Kevin, dein erster Play war, dass du ja votest, wo dann ist. Sie hat gewählt. Ich wusste, dass da dein Rotchen war, du wusstest das ja nicht. Ich hoffe, du bist irgendwie cool zwischen die Augen kriegen, dann zusammengefesselt und in den Marienrahmen geworfen. Und ich meine, bei drei Liberalen den Hitler zu treffen, ist aber auch belassen. Boah, du bist ein dummer Wichser. Restart mal das Game. Ich hasse dich. Ich spiele halt verdammt gesehen und ich hatte einen richtig Und ich hab die ganze Zeit gedacht, ich weiß, wie du spielst, aber du bist einfach nichts. Restart mal das Game, ja, danke schön. Oh, so schön. Aggressiv das Game. Ich hole mir jetzt erstmal eine Hütte. Oh. Ich glaube, was ich gelernt habe in dem Spiel, du darfst Chris einfach nicht vertrauen. Ja, ich trust so. Jetzt Chris. Darf eigentlich kein Vertrauen, das ist das Problem. Ja, aber bei manchen merkt man so, dass sie vielleicht sind oder nicht. Aber bei Chris, man weiß es einfach nicht. So, wenn das er liberal Problem ist, dann spielt er faschistisch. Und wenn er faschistisch ist, spielt er liberal. Nein, tatsächlich nicht. Wenn ich liberal bin, spiele ich tatsächlich. Wenn ich tatsächlich liberal bin, dann spiele ich tatsächlich auch genauso. Ich spiele allgemein richtig aggressiv. Habe ich Schnauze? Wie delete man das hier? Backspace. Mit Backspace, ja. Junge, Alter, spiel mal, bist du aggressiv. Chris, du Freund. Das ist der Grund, warum ich nicht mehr auf dem Teamspeak kommen bin. Du raged einfach zu viel. Punkt. Dann egal, ob LOL oder... Nee, aber... Ne? Dann fangen wir wieder... Er fuckt, Junge, das ist... Ah! Cool. Können wir jetzt? Haben Sie wieder hohen Puls gefunden? Warte, ich würde gerne mal wissen, wie hoch mein Puls gerade ist. Müssen wir wieder Augen zu machen? Ja. Ah, ja, genau. Oh, okay. Gut, jetzt machen alle ihre Augen zu in 3, 2, 1, jetzt. Und nehmen auch die Hand von ihrer Maus weg. Der Faschist und der Hitler wegen ihrer Maus. Und jetzt hören sie auf, ihre Maus zu bewegen. Und alle öffnen ihre Augen in 3, 2, 1, jetzt. Okay, Gesundheit. Alter, das war kein Holy Jesus. So, ich war jetzt aber Darf ich mal einen Tipp abgeben?
Ja, mhm. Gib Pap. Ja, Hitler sitzt dir gegenüber, natürlich, Janis. Das wär's, Alter, wenn er 2 Meter an Hitler zieht, ey, uff. Ich? Nee. Vor allem sitzt hier voll alleine an meiner Tischkiste, voll traurig. Ja, dich werde ich, komm. Nein, ist verloren, ist verloren. Ja, warum? Das finde ich jetzt auch schon wieder. Nein. Nein, ich fange an zu trusten. Er trustet jedem Instant, Junge. Ja, wenn du trustest. Nein, also ich muss. Nee, nicht im Sinne, ich versuche jetzt hier rauszufinden, wer ein cooler Typ ist. Ja, erstmal 5 Jahre, alles klar. Hallo, cooler Typ. Erstmal rote Karte. 3 rote Karten habe ich gehört? 4. Genau. Es gibt tatsächlich noch ein schlimmeres, wenn du liberal bist, gibt es noch ein schlimmeres Ereignis als 2 rote Karten. Was denn? 3 blaue. Ist das schlimm? Ja, dann sind nur noch 3 blaue Karten im Deck. Und man wird ziemlich sicher rote Karten bekommen. Okay. Gibt's noch 4 blaue? 6. Fünf. Ah, 6. 5, 13. 7. Es 9. Gibt 6 blaue und 13 rote. Ich hoffe, ja. 11 rote. Ich hab ihm die Wahl gelassen. Natürlich hast du das. Was hast du abgelehnt? Ich? Ich hatte 2 rote und eine blaue und hab 1 rote abgelehnt. Okay. Okay, jetzt darf ich einen von euch. Scheiße, dude. Ich glaube, sie hat es. Ja, glaube ich auch. Weil hier kommt so ein faschistischer. Faschistischer Geruch rüber, ja? Faschistischer Geruch rüber, genau. Oder willst du es eher gestanken nennen? Na, nee, ich habe 3 Wochen nicht geduscht. Ach, warte, ich bin ja. Aber warte, ich bin ja liberal, das heißt nicht, Italien ist nicht zu schwer, muss ich leider nein stellen. Wow. Alles gut. Ja, ach so, Janis! Aha! Er versucht jetzt Trust nicht mehr zu. Ja. Oh, ich bin dumm, hast du gesagt? Ja. Denkfehler! My bad. Was denn? Hä? Was denn? Nee, er weiß Bescheid. Ja, sie hat ihn Drecker. Ich zieh. Bescheid. Ach ja, ich zieh Dreck. Oh, ja, du weißt Bescheid, warum ich hab. Ja, ich hab Fehler. Ja, läuft, ne? Ich will nicht. Uff. Oh, jetzt haben wir 3 rote gewonnen, ne? Oh, ich bin sicher, ich bin verschwunden. Also, ja, was soll ich. Ich bin ruhig. Man darf eigentlich nichts sagen, solange ich Karten aufsetze. Kann man das auch was sagen. Also nichts beizutragen ist. Ja. Ja, alles klar, also wir und Kevin sind's. Ja, moin. Hey, 200%. Du hast. Ja. Das ist halt jetzt die Frage: Wäre es klug, wenn ihr euch nochmal gegenseitig fehlt, weil ihr den Auge reingeworfen habt? Oder ist es klüger, einen neuen reinzubringen, bitte? Ich vor allem, weil ich auch noch dabei bin. Ja, komm hier. Und ihr weißt, wenn ich böse bin, dann könnt ihr mich ja immer noch reinwurfen. Also, probier mal an den Chrissy zu treten. Oder mach was du für richtig hältst, ist mir auch egal. Jan ist der schönere Boy. Ja? Ja? Versuchst du dich gerade bei Janis einzuschleppen? Ja. Aha. Also Kevin macht das Provokation, oder? Oh Leute, ich hab gerade absolut die falsche Karte genommen. Nein! Absolut. Karte. Ja. Ich hab's euch gesagt, Kevin ist es. Zusammen mit Sia, Tasse. Heißt erst mich nein voten, ja, dann vote ich dich auch nein, Punkt. Ganz einfach. Toxkugel ist. Ja, natürlich! Toxicity muss sein. Mir wurde. Hat er 3 rote? Ja, mir wurde nicht die Wahl. Ja, natürlich. Mhm. Also, ich glaube nicht, dass wir 3 rote haben. Was willst du jetzt? Nix, ja, alles gut! Blau gelegt. Hier, die beiden holen sie. Natürlich! Okay, einfach nur. Ja, das sehe ich auch so. Einfach nur, weil ich fragen will. Kevin, wie soll ich deiner Meinung nach wählen? Gönn dir Siert. Ja, okay. Andreas. Andreas, wen sollte ich deiner Meinung nach? Andreas? Obwohl, wobei ich keine Meinung. Also Andreas und Janis, wen soll ich eurer Meinung nach wählen?
keinen, ja, du musst irgendeinen von beiden, aber das sind beides die Faschisten. Ja, ich weiß. Ja, aber wen? Ja, nimm sie. Der welchen der Faschisten? Nimm sie, ja, der kriegt am wenigsten eine Aufreihe. Uff. Ja, aber sollte ich da nicht eher den mehr aus der, auf die Reihe rausnehmen? Also, ich kann auch sie abnehmen, wenn ihr wollt. Nee, scheißegal, mach. Da bin ich dagegen. Mach das so. Und dann bist du dagegen, wenn ich nicht sie abnehme? Wenn du sie abnimmst, bin ich dagegen. Ja, komm, dann nimm sie. Achso, wenn ich sie abnehme, ja, dann mich halt dann. Ach, scheiße. Ja, fuck it. Also, ich meine, wir können auch Nein voten andererseits. Will ich eigentlich total nehmen. Ist mir so klar, dass Janis wieder Nein votet, ja, Alter. Fuck you! Einfach nur aus, weil wir wegen Kevin. Podami. War mir schon klar, deswegen hab ich auch bei dir Nein gewotet. Das ist so ein kleiner Krieg zwischen Janis und mir, weißt du, dieser Eckenkrieg. Das ist meine Tischkante. Der Nordostkrieg. Man nennt es auch Vietnamkrieg, was? Ja, meine Tischkante. Ach so! Ja. Versteh schon. Aha. Alles klar. Ich verstehe schon. Kevin, bist du Hitler? Nein. Nein, dann hätte er noch nicht uns drin. Achso. Okay. Ist es also nächste Runde? Wir haben ein Problem. Ich habe 3 Rote bekommen. Andreas hat 3 Rote bekommen. Sia hat 3 Rote bekommen. I don't believe it then. Das heißt, da müssten jetzt 5 Rote drin sein. 5 Blaue drin sein. 5! Das scheint mir sehr unwahrscheinlich. Das scheint mir echt sehr unwahrscheinlich. Ja, dann machen wir das einfach so. Habt ihr schon weitergereicht? Habt ihr schon weitergereicht hier, die Dinge? Abgesehen davon, du darfst jetzt eh die 3 Karten angucken. Hä, warte, musst du nicht noch irgendwen haben? Hat nicht. Nein, darf ich dir das angucken. Achso, ah. Ah ja, sauber, da hat jemand gelogen. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Sauber, da hat jemand Ich glaube, also... waren das nicht 2 Rote und ein Blaue oder sowas? Nein. Leg die scheiß Dinger hin, Mann! Es hat mindestens einer gelogen. Ja. Wer könnte am meisten gelogen? Also, ja, lass die so Dinger liegen! So. Gute Frage. Also. Ich war in meiner Theorie eben. Ich glaube, Sepp, also Andreas hat nicht gelogen, weil ich habe ihm die Wahl gelassen. Er hätte auch das so verkaufen können, dass ich ihm nicht die Wahl gelassen habe und bla bla bla. Sie hat. Ja. Lügt. Ja. Einfach nur, er lügt. Punkt. Ich auch. Sehr gut, Janis. Sie hat Glück, ja? Punkt. Die einzige, weißt du, was die einzige Sache ist, die mich stutzig macht? Was denn? Kevin hat ja, egal ob sie Aussage legt, also entweder hat halt, sie hat eine blaue aufgelegt und Kevin eine blaue aufgelegt. Oder, und ganz ehrlich, ich weiß nicht warum, aber irgendwie glaube ich da daran, sie hat eine blaue und 2 rote gekriegt, hat Kevin 2 rote gegeben. Und ich meine, das haben sie sicher confirmed. Und Kevin hat wirklich 2 Rot gehabt. Und Andreas hat eine verschwinden lassen. Zusammen mit Sia. Also auch eine Möglichkeit. Meine kleine Tür oder... Naja, gut. Weil ich komme gerade überhaupt nicht mehr mit vorüber, wie gerade geredet. Und er hat in der ersten Runde eine blaue gelegt, in der ersten Runde shooten, das ist immer schwierig. Ja. Das könnte auch sein. Könnte auch sein, ja. Also, ich wollte es nur nochmal erwähnt haben und... Ach Kevin, du willst schon den richtigen. Wenn du jetzt Sigurd willst, bist du raus. Normalerweise traue ich dir nicht, Janis, aber ich gebe dir eine Chance, dich zu rehabilitieren. Das ist eine sehr interessante Kombination. Jetzt glaube ich, irgendwie drückt es die beiden da. Die Frage ist, wer von den beiden ist es? Wer von den beiden ist es? Das will ich selber nicht! Alter, das sieht das nicht. Dreckstroll! Einfach nur, weil du mich gewählt hast. Du Dreckstroll, Alter. Ich meine, du gibst ihm eine Chance. Also, selbst wenn er ein Liberaler ist, hätte ich dir jetzt gerade. Weil, ne? Oh, was? Was ist gemacht, das nur? Dann gucken wir doch mal, was wir da kriegen. Hast du gegen die Scheibe gehauen? Was ist das? Das ist ein Video. Ja, warte, das war gerade die Faschistenkarte. Jetzt zeig mal. Wie kommst du noch rauf? Das ist ein Video oder was? Du bist ein Wichser, weißt du das, Min? Fick dich. Du weißt das? Sie okay, haben einen Screen angemacht bei unserem. Willst du? Er hat ja was nicht. Also egal, was er dir gegeben hat. Ja, wir haben. Schon. Ja, er hat mir 2 blaue gegeben. So. Was war denn blau zu trinken? Das ist halt. Jetzt habe ich ein kleines Risiko wieder. Außerdem sind da jetzt so 2 Karten. Was machen wir? Mischen, ne? Oder?
ja, das steht jetzt alle Karten. Sie, ja? Warte mal kurz. Ich habe eine kleine Theorie. Ja? Meine Sache ist ja, dass Siad und Kevin... Also bei Siad bin ich mir ziemlich sicher, dass er verschwindet. Ja, ich weiß, dass ich liberal bin. Ja. Andreas hätte einer verschwinden lassen können. Kevin glaube ich irgendwie, weil ich glaube auch nicht, dass er zwei Menschen oder ist. Ja, ja, und mal so eine, man könnte jetzt quasi... Das hat eine Schnauze, Smin. Auf Risiko gehen. 2-1 Risiko, sagst du? Ja, Risiko. Eins von den beiden zum Kanzler machen und gib ihm. Nein, den Schuss laden und sie abkühlen. Wie willst du, warte kurz, könnt ihr nochmal wiederholen, meine Schnauze? Interessante Idee. Rein. Weil, also, das war vielleicht ein kleiner Fehler, aber, aha. Weil Kevin hatte ja. Bist Andreas denn? Ja, oder, also wenn er nicht Hitler ist, dann wissen wir, wer Hitler ist. Warum will Andreas Siad? Das macht keinen Sinn. Weil ich komme gerade überhaupt nicht mit. Könntest du mir nochmal erklären, warum ich nicht töten sollte? Ja, weil du ein Knecht bist. Also ich, ich truste ihn gerade am meisten, deswegen wähle ich ihn gerade mal. Du weißt, dass wenn Hitler ist, ist vorbei und er will, dass hier... Dann, schwierig. Achso, hab ich gelegt. Du hast es gelegt. Okay. Oh, egal. Das kann jetzt in die Hose gehen, aber... Nein. Gewählt. Ich will dich nicht. Ich auch nicht, Alter. Nee. Okay, wir haben hier irgendeinen Faschisten, der relativ gut liberal spielt, gefühlt. Jetzt muss ich das weitergeben, ne? Wahrscheinlich, das ist jetzt so gekommen. Und das hängt in einer Sonne. Sehr! Boah, Alter, ich hab nicht aufgepasst, Alter, ich hab keine Ahnung, wer was ist gerade, Junge. Hä? Was ist nicht gewählt worden? Bleiben da, wo sie waren. Achso, Janis, Janis, wen soll ich wählen? Komm, sag mal, ich hab keine Ahnung. Ich würde Chris nehmen. Vielleicht, oder Kevin, oder ja, so. Ja, hallo, jetzt musst du mich wählen. Du kannst uns beiden nicht wählen. Ich dachte, du bist ja als Präsident gewesen. Nein. Ich bin ja nicht zustande gekommen. Ey. Ist nicht zustande gekommen? Ach so, gefailed, ach so. Wir haben gerade bei Andreas Nein gemacht, also... Ja, ich dachte, aber dann wärst du trotzdem der ehemalige Präsident. Nein. Willst du wirklich von Siad gewählt werden? Was soll das bedeuten, ne? Das klingt nach zwei Faschisten, gar nicht mit Hass. Ich kann nur ihn wählen. Das ist halt das Ding, ich glaube halt das Dings, also ich hätte jetzt zum Beispiel Siad abgeknallt, deswegen... Ja, moin. Deswegen sagst du natürlich direkt mal ja. Ja, Entschuldigung. Okay, ich bin aber ja, gut. Ich hab grad so einen Plan gehört, deswegen dachte ich mir so, puh. Aber okay. Das Problem ist... Ich hab das Gefühl, dass er die beiden sind. Ja, das Ding ist, das muss ja jetzt zustande kommen, oder nicht? Sonst bin ich ja wieder Präsi, oder? Nee, sonst gibt's eine random Karte. Und ganz ehrlich, warte, was heißt eine random Karte? Top. Das heißt, dass ich danach Präsident werde und die oberste Karte wird aufgedeckt und das ist die Politik, die gespielt wird. Wenn es eine rote Karte ist, wird nicht geschossen. Und ganz ehrlich, das ist mir, glaube ich, lieber, als ein Faschisten schieben. Weil wer wurde jetzt gewählt? Er? Ich meine das nicht böse, Janis, ich werde einfach nur als kein Faschist schießen. Ich werde nicht 2-2 hier sitzen. Ich wollte gerade sagen, wann bitte? LOL! Scheiße! War das ist gut oder schlecht? Was für Scheiße! Ja, der Punkt ist, eine Kugel weniger wäre halt schön gewesen. Okay. Also meine Theorie bestätigt sich hier. Alles klar. Okay, meinst du Andreas ist ganz nett? Ja, ich glaube die beiden sind es. Kann auch sein, dass ich falsch liege, aber ich glaube die beiden sind es. Aber ich meine, wenn die random... Egal. Ja, also ich hab... Und ich... Dich oder Andreas? Und ich meine, ich konnte nur einmal entscheiden, so. So weil also wenn du mal mir safe bist, also ich sag, dass Sepp, also dass Andreas safe ist. Also ich, für mich ist das safe. Auch wenn das nur eine Karte war, aber. Andreas? Würdest du von mir gewählt werden wollen? Vor allem, weil er auch. Er hat dann auch gegen Siad geshootet, ne? Er hat dann auch gegen Siad geshootet. Okay. Ja, aber das Ding ist, ich war bisher überhaupt noch einmal dran, so. Ja, du bist halt auch kacke. Achso. Okay, außer. Ich call it GG. Genau, warum willst du? Nein. Erst bist du Hitler, wenn ja, kannst du auch nicht. Erst bin ich Hitler. Jawohl, meine Theorie hat sich bestätigt. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wer Hitler ist. Chrissy?
Ja. Fick dich. Und dann schick dich. Fix, ich wollte sogar sein. Wie letztes Mal. Achso, okay. Da wolltest du das also einfach so sagen, so aus Spaß. Okay, also. Andreas ist Faschist. Er hatte die Wahl. Er hat die Hand genau abgelegt und hat die Rote gelegt. Das lachst du jetzt. Ja, warte. Das stimmt gar nicht. Er ist nicht hinter dann töte sie jetzt. Das stimmt. Töte sie jetzt. Aber Kevin hat doch gesagt, ich will es jetzt noch rein. Nein, töte sie jetzt. Und ich hatte einmal die Chance, was zu machen, Alter. Okay, sie hat einen Chris, kommt fern. Also ich glaube, ich hätte einen Safe-Fascho abgeklärt. Er hatte blaue Decke. Ich meine, nein, du hast mir nicht die Wahl gelassen. Und ich kann mir die Wahl zwischen Ziad und Kevin. Ja, aber keine Scheiße. Ey, schieß einfach, Ren. Das ist die Wahl. Chrissy, trust me. Nein. Trust me, schieß Ziad ab. Trust me. I'm an engineer. Aber Kevin. Ja, schieß Ziad ab. Nein, ich habe vorhin fehlerhaft, habe ich Kevin schon gefragt, ob er Hitler ist, hat er auch mal gesagt. Aber weißt du, was das Problem ist? Also entweder spielst du das jetzt nochmal und tiltest mich, dass ich mir gleich ein Messer in die Kehle ramme. oder du knallst jetzt hier da, um das Spiel zu machen. Ja. Ich war halt concerned, dass... Das Problem ist, dass Andreas will, dass ich hier noch... Das stimmt wohl. Ja. Andreas ist ja, aber ich hatte nicht aber die Wahl. Was? Ich hab zwei Kisten-Karten. Guck mal, du kannst das Spiel jetzt beenden. Also meiner Meinung nach, ich glaube, dass sie jetzt Hitler ist. Du kannst das Spiel beenden. Ja, aber er wird nicht beenden, weil er ja Faschist ist. Ich bin nicht Faschist. Du hattest die Wahl, Junge. Nein, eben nicht. Also boah. Okay, nehme ich also den Tisch. Ich hör so eine leichte Unsicherheit bei das Problem, Andreas ist raus, aber Chrissy ist halt auch noch am Thema der Hurensohn. Das Problem, was ich halt habe, ist, okay, Andreas ist Faschist. Das ist durch. Also was heißt für mich, er ist Faschist, er hat blaue Karte weg und... Okay, Andreas ist Faschist, den können wir raus. Das Problem ist, soll ich nicht über den Safe-Faschisten abknallen, als die Wahl zwischen Hitler und Liberal zu haben. Und dann töte ich den Liberalen, wir sitzen ja 2-2. Ich glaube nicht, dass... Hast du dich einfach das abkehren? Ich glaube nicht, dass... Ich höre da so einen Unterton raus, ja, das ist bei dem Typen, ich weiß auch nicht! Also, ich ganz ehrlich... Doch, den Doppel-Hitler? Ich glaube... Seid ihr jetzt gerade alle gegen mich, oder was? Ah, So wie du gerade am Argumentieren bist, ist es schwierig. Vierte blaue Scheiße. Er hat sich dazu entschieden, sie nicht zu legen. Ich hatte eben nicht die Wahl. Also ich höre bei Sepp aber auch so eine... Also bei Andreas auch so eine Unsicherheit raus. Oh, das ist schwierig. Also, ich hab die Frage, die 50-50 Chance zwischen Kevin und dir. Boah, weißt du was? Töte einfach Janis. Nein. Nicht töte einfach Janis. Boah, Hitler. Bumm! Was? Nein. Das wäre lustig. Das wär wirklich lustig. Wobei, aber dann sitzt die... Ich hab ne komplett nackte Frage. Was ist mit Andreas und Janis? Wie bitte? Das. Was ist, wenn sie in der ersten Runde für Hitler eine blaue gelegt haben und in der zweiten eine rote? Weil sie wollten eine rote haben. Das, die Theorie kann natürlich stimmen, klar, aber... aber das macht keinen Sinn mit Kevin und... Oh Gott, ich will nicht die 50! Also, sag mir 50-50 oder safe? Also, ich bin pretty sure, also ich bin... Warte mal. Soll ich die 50-50 nehmen oder soll ich die safe Variante? 50-50. Ja, meinst du? Ja. Er zögert, er will das nicht. Nee! Wirf doch eine Münze, wenn du erschießen nein, willst. Nein, er hat nicht gefragt, 50-50. Ja. Ja, 50-50 heißt. Ey, der Typ, ne? Ja, ich glaube, Chrissy. Sagt ihr, Ziad und Chris sind das. Mach nichts Falsches. Chrissy, ich schwör's. Ja, die 50-50 ist halt. Oh. Ja, aber okay, dann ich nehme die 50-50 Entscheidung ab, leg zu Ziad. Hat er sich jetzt selbst getötet? Das war abgelegt. Nein, der kann sich nicht selber erschießen. Russisches Roulette, ich kann die Pressure nicht ertragen. BAM! Killt sich selbst. Ziad, was hast du für Karten gelegt? Kevin, was hast du gelegt? Ich hab keine Karten gelegt. Ich hab Kevin drei. Ich hatte drei verschissene Karten, hab Kevin zwei gegeben. Ja, da fehlt schon an. Okay, und ich hab Janis zwei Liberale reingewirkt. Okay, ja, danke. Und eine. Ich konnte ihm halt nicht mal die Wahl geben. So. Kevin, warst du Hitler? Was machen? Nein! Ich hab's dir gesagt, Chrissidus! Er hat die blaue gelegt! Tut mir leid! Okay. Hatte halt die blaue! Und sie hatte keine! Ach, Scheiße! Scheiße! Also ganz, ja, also. Ich hab doch einen Liberalen erschießt, du
Das ist für mich gerade das Safeste. Sorry, Chrissy, aber das muss machen. Lass uns das machen. Ich truste sie halt nicht. Warte, wen willst du denn jetzt? Du kannst nicht den Kuchen verschütten! Er ist nicht Selected Captain. Ah, er muss mir. Warte, du bist doch, nicht der Letzte. Doch, ich war doch, oder? Nein, war er nicht. Doch, ich war doch. Echt? Ja, doch, er war. Ja, natürlich, er ist von mir gewesen. Er hat die Faschisten gelegt. Muss mich wählen. Ehre. Du musst ihn wählen. Das, aber das Problem ist, ich würde halt nein voten, aber ganz ehrlich. Nein, ich hätte die Chance. Wir können keine Random Karte nehmen. Ja, das ist keine Option für uns. Ja, ich hätte die Chance, alles klar. Alles klar. Hitler Button! Ja, kannst aufdecken. Das ist scheiße alles hier. Und ich wollte. Ihr betrogen und belogen. Ich wollte doch, dass sie abknallt. Ich wollte es. Und oh! ich hätte jetzt an der Stelle. Ich konnte halt nicht sie abknallen, das war keine Möglichkeit. Ja. Und ich hätte jetzt in dem Stelle, also ich hätte es so gemacht. Ich war mir nicht sure. Also ich wollte ganz ehrlich in der Runde alle liberalen Karten ablegen, mir die Kugel geben und die eigentlich zu Chrissy geben. Boah, Gott sei Dank habt ihr das nicht, ne? Kevin hat seine zweite rote Karte offengelegt, sonst hätte ich das bei Kevin schon letzte Runde abgezogen. Ich wollte Kevin schon blamen, warum er nicht die Wahl genommen hat. Ansonsten war Karte rote offen. Ich wusste, dass sie das ist, weil sie ist einfach ein dreckiger Bastard. Chrissy ist ich bin kein Bastard. Ich hab's gemacht, die Sache. Also, legit, mein Plan war es, ja, gegen sie zu schießen, offensichtlich Fascho zu sein. Ich hatte gehofft, dass du in der Runde, wo du Andreas gewählt hast, dass du mich nimmst, mir die Wahl lässt, ich die rote lege, du mich als Faschist confirmst, mich erschießt und sie steht dann als Liberal da, weil ich die ganze Zeit gegen ihn geschossen habe. So, ich habe nicht mal was gemacht, ihr habt einfach so geraten, dass ich Hitler bin. Ja, Jungs, ich hab die rote gelegt, war vorbei. Ruhig. Ich schicke euch jetzt eben noch mein Steam-Passwort, macht viel Spaß damit, ich ramme jetzt ein Messer in die Kehle. Danke, Chrissy. Weil ich hab gewollt, wenn wir noch eine Runde spielen, erst Messer in den Killerraum. Lass mal noch eine Runde spielen. Ja. Alle guten Dinge sind drei. Dreimal Fascho hintereinander geht einfach nicht. Ich geh jetzt eben pissen, danach hol ich mir. Danach holt er sich eine Runde. Ja, und auch immer zu essen. Ich hasse euch alle, Alter. Sorry, Janis. Aber Kevin war auch geil. Anstatt dass du die Bereit erschießt, wir haben mal geschossen. Weißt du, denk ich mir jetzt alles ganz hoffentlich. Als ob der Liberal erschießt. Dachtest du, dass ich Liberal werde? Weißt du, Chrissy, ich dachte, das bis zu dem Moment, wo du geschrien hast, von wegen, ich weiß nicht, wen ich erschießen soll. Ich dachte mir so, das ist nicht dein scheiß Ernst, Alter, du bist doch nicht wieder Hitler, du Spasti. Nee, ich war nicht Hitler. Als du so hart am Struggeln warst. Ja, der Struggle war halt real. Alter! Ich hab überlegt, als ich den Tannenmove gemacht hab, von wegen, erstmal ja, das erschießen, einfach fallen lassen. Ah, zwei Autos gewesen, aber dachte ich mir, ne, kannst du nicht bringen. Außerdem ist Janis einfacher zum Wählen von meinem Händler. Weil ich glaube, du hättest sie halt nicht genommen, du hättest ihn nein geworden. Spielen wir jetzt noch eine Runde? Ja. Außerdem, ja, ganz ehrlich, ich hatte gehofft, dass. Wir spielen noch eine Runde, aber erstmal ist Janis noch abgekommen. Okay. Gut. Ich hatte gehofft, dass Janis sagt, nimm die Safe-Variante und mich halt betötet einfach Andreas und man weiß nicht, wer Hitler ist und dann. Ja. Zu 5 ist es auch echt einfach, zu 7 schwieriger. Ja. Also, aber wir kriegen nicht mehr Leute ran. Zu 6 ist extrem schwierig für die Faschisten. Man spielt zu 4-2. Das ist kaum möglich. Und zu 7 ist es halt wirklich am fairsten. 5-4 meinst du? Nee, zu 7, dann hast du 3-4. 4-3, ja. Und die beiden Faschisten wissen, wer Faschist und wer Hitler ist. Hitler weiß nicht, wer die Faschisten sind. Das ist das Lustige. Hitler hat keine Ahnung, wer in seinem Team ist. Der spielt erstmal für sich alleine. Das ist halt. Ich hasse es, Hitler zu sein, wenn man zu Hitler denkt, so, oh, wer ist mein Teammate? Ich war die ganze Zeit halt im Überlegen in der ersten Runde von wegen. War das wirklich blau, was ich da gesehen habe, oder war das weiß? So wie du das gespielt hast, das erste Game, so like, what? Was denn? Hallo? Ich war, so, Janis hat mir voll vertraut, hat mir dann den Kanzler eingelegt, war ich mir so, easy. Kevin ist auch an der Key, zweimal geschossen zu werden. Ah. Die Welt will ich nicht sehen.
die dritte Kugel gönne ich mir auch noch. Meinst du? Ja. Ich lade schon mal noch. Schreib ich mal, Chris, meinst du, du kannst mich auf WhatsApp anschreiben, wenn er wieder da ist? Mit Sicherheit. Mein Handy ist leer, von daher, nein. Okay, dann machen wir es anders. Hab ich seine scheiß Nummer? Nein, hab ich nicht. Wie lange glaubt ihr, braucht ihr noch? Der geht pissen und holt sich was zu trinken. Achso, ich hatte schon noch was zu essen, ne? Dann hätte es 10 Jahre länger gedauert. Frag mich doch nicht. Doch nicht so lange. Hast du essen noch ein Roll? Was? Das war doch nur 5 Minuten. Ich muss ein paar Dinge machen, Pat. Ach, schau mal auf die Telefonnummer. Ach, oh, fuck. Kann, oder? Mann, ich tut mir halt aber wirklich leid. Grüße dich aus tiefster Seele, ey. Du bist nicht mehr normal. Warum denn? Weil du ein Arsch bist. In Bane kann ich weniger ein Arsch sein. Das ist positiv. Und Secret Hitler ist zu siebt halt wirklich. Hab einfach mal meine Telefonnummer in meinen Dings-Chat meine Beschreibung geschrieben, meine Channel-Beschreibung. Du bist ja gerade gekommen, achso, du bist auch. Du redest einfach egal. Warte kurz. Ich bin Traitor. Ich bin Pokémon-Bauspieler. Alter, guck dir das an, was du Meister da ist so. Bin ich jetzt Hitler? Hitler-Ära. und Faschist. Oh mein Gott, easy. Warum kann ich nichts deleten? Ich will was deleten. Hey. User join your channel. Yeah. Los, Boy, was macht ihr da? Pokémon Go spielen. Die ganzen Karten. Okay, ich hatte eigentlich schon, aber okay. Ja, ich auch. Alle wieder da oder was? Ja, wir hatten auch eigentlich schon alles vorbereitet, aber es gab noch nichts. Jetzt der Tee ist leer. So. Ich war als erstes. Oh, ich war als 37. Mal. Warum sind hier eigentlich wieder so viele Bretter? Welches war unseres? Das war nicht unseres. Das war unser. Ja, waren da immer so Punkte auf den Feldern? Ja. Mir ist es nie aufgefallen. Da bist du retarded? Ne, ich war immer so weit drauf, dass man die Punkte nicht wirklich Janis, gesehen hat. Musst du überhaupt noch fragen? Okay, sorry. Ich peisiert, Alter. Was soll das für eine, was ist das für eine Frage? Warum? Warte, bin ich dran oder ist jetzt Janis dran mit Würfeln? Janis darf jetzt würfeln. Ach man, oh. Und lass mich würfeln, bitte lass mich würfeln, bitte lass mich würfeln, bitte lass mich würfeln. Oh, Unehre. Nee, Kevin. Oh, Fenster. So. Ich muss kurz Fenster zu machen, um euch hören. Das ist Hitler. Ja. Ja. Ach, warte, muss ich ja noch vorher machen, Entschuldigung. Was musst du vorher machen? Hab ich vergessen. Von wegen, wer Hitler und Fasch ist, brauche ich sofort. Also gut. Go spin me right round, baby. Was? Ja. Ja. Alle Leute gehen jetzt mit der Hand von der Maus weg. Doch, das hab ich voll vergessen. Ja, warte. Also alle legen ihre Hand von der Maus weg und machen ihre Augen zu. Und die Faschisten und der Hitler bewegen ihre Hand, bewegen ihre Hand und bewegen ihre Hand und hören auf, ihre Hand zu bewegen. Und alle machen ihre Augen offen. 3, 2, 1, jetzt. The Plies, Motherfucker! French Rice, Motherfucker, Hard Eyes, Motherfucker! Wen trauen wir denn heute mal? Ach komm. Ja, du musst dich
Ey, ja. Einfach viel zu lange hintereinander liberal, oder das safe. Nee, aus dem einfachen Grund, weil du den willst, der als nächstes Präsident. Oh. Ja, schwierig. Ey, aber was ist jetzt daran so schlimm? Ja, dass er gleich Präsident ist und dann ihm involviert wird. Beispielsweise ich halt 5 Jahre brauche, bis ich kann. Nee. Vielleicht wähle ich dich auch, weil ich dich mag. Oh, sehr nett. Und dann hättest du jetzt auch voll. Aber eigentlich ist das nicht so, aber eigentlich mag er dich nicht so, deswegen wird das niemals passieren. Ja, doch, Mann, doch. Nein. Ich mag ihn nur bis ans Ende des Spiels nicht. Ja, gut, dann halt. Nein, du kannst mich gerne wählen, kein Problem. Dann schiebst du mir 2 rote runter, ich leg die blaue und dann geht das. Dann schiebst du mir 2 rote runter, ich leg die blaue. Alles klar. Läuft bei dir, Chrissy. Warum drin? Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, so, warum verarscht ihr uns eigentlich immer, Alter? Bei sie hat er schon. Entschuldigung für die Beleidigung. Warum Beleidigung? Den hat sie halt nicht verstanden. Okay. Achso, ja. Du meinst, du wolltest Andreas oder sowas sagen und dann hast du aus Versehen sie hat gesagt, oder was? Ich verstehe jetzt nicht, was das Problem ist. Vergiss es. Alle sind dafür, das macht mir schon wieder Angst. Es sind am Anfang nicht immer alle für. Da waren auch alle dafür, außer ich. Na komm, wo sind die 2 Roten? Gimme. Gib mir sie und 1 Cent. Kannst du mal kennen oder triffst du einfach nicht? Er will nicht. Ich hatte 3 Rote. Ja, natürlich, oder? Ist halt gar nicht mal so unwahrscheinlich. Ich spiele mal eine geheime Fragenkarte. Versuch was wert, Chrissy. Block. Und 3 Rote. Wow, dude. Die 3 Rotrunde, schwierig. Weil, was bedeutet das nochmal? Der Typ kann einfach die ersten 3 Karten. Der Präsident darf 3 Karten kaufen, genau. Und die werden dann weggelegt. Nein, die werden draufgelegt. Die bleiben da, wo sie sind. Okay. Und der letzte Präsident weiß, welche Karten da drin waren. Komm, Andreas, my sweetie boy. My sweetie boy. Oh fuck. Habt ihr nicht gesehen, okay? Ich wechsle extra. Wow, du wählst Andreas und wählst via. Uff. Hallo. Janis! Will er gleich den Bann oder jetzt? Gib mir nach der Runde. Nein, warte. Ja, geil. Mach! Aber ich wäre für Nein. Er liegt ja, aber ich bin für Nein. Wer wollte Nein wählen? Ja, ich glaube, sie hat das verschissen. Da halte ich im Hinterkopf. Ich wollte Nein wählen? Wann wollte ich Nein wählen? Nein, ich wollte Nein wählen. Ey, alles! Wie ist das so mit deinem verschissenen Kollegen im blauen Wichser? Mit meinem was? Mit deinem verschissenen Kollegen im blauen Wichser. Jetzt, auch heute noch? Ich bin liberaler. Achso, oh, ich muss ja. Joffischi. Warum? Weil ich. Hä? Joffischi. Ich hab bis jetzt nichts anderes gemacht als eine erste Runde. Ah, like you, Joffischi. Okay. Hier, mein Boy. Chrissy's Hitler. Tu nichts Falsches. Ja, okay. Bist du eigentlich behindert? Wow. Ich bin so dumm. Auch Titel. Aber gut, er hat nichts Schlimmes gemacht. Er hat nur die Karten auf dem Tisch, oder? Ah, und er hat die Karten. Er hat alle Karten hier auf dem Tisch. Aber das ist mit Discard-Karten und alles, da ist jetzt relativ los. Müssen wir jetzt noch anfangen? Das sind theoretisch. Praktisch auch. Oh, ich bin so dämlich. Ja, warte, dann glaube ich, kann ich da nicht mehr spielen. Warte, ich halte meine Schwester schon seit Stunden. Wer war Hitler? Ich sag ich war Hitler. Nein. Ja, ich wusste es. Du weißt alles. Ja, das hättest du nicht gedacht, oder? Also warte, ich muss leider aufhören. Ich halte meine Schwester schon seit Stunden hin. Sie will jetzt an Minecraft spielen. Ich lasse mal Minecraft spielen. Nein, deine Schwester interessiert dich nicht. Was halten wir von der Runde Bang? Mein Vater hat mich vorhin angeschrien. Bitte? Was halten wir von der Runde Bang? Nee, Arschloch. Nur Arschloch. Wir können auch Arschloch spielen, das ist auch. Ja, Arschloch! Ich bin jetzt aber erstmal weg. Nein. Was? Doch. Nein? Doch. Nein. Das fliegst du aus. Du bist ja gar nicht drin. Ah, schwierig, das fliegst du auch klar. Nee, schwierig. Nee, komm, eine Runde. Rewinden! Nee, sorry. Kann man Arschloch zu dritt spielen? Ja, klar. Ja, lass eine Runde. Arschloch spielen.
Man nennt es ja, Präsi, halt Stift und Arschloch. Stift. Gibt's halt keinen Neutralen. I think my English is best. Läuft bei dir, Chrissy? Ist bei euch irgendwas geladen? Nein. Nein? Jetzt. Jetzt! Also, er hat gerade einfach nur den Tisch nicht. Okay, ich dachte, das ist der Tisch. Hey, das ist aber die Arschloch. Ja, ich bin noch ein Kartenspiel am Spawn. Wie war das nochmal? Darf man. 12 ist die beste, ne? Ah, ne, warte, Ass ist das beste, ne? Ja. 7, 8, 9, 10, Bube, Diamant, König, Ass. Ja, und man darf. Also bei deinem. Ich dachte, ich muss noch einen Tisch schieben. Dein Mutti ist halt quasi genau das gleiche, nur andersrum, da ist eins das Beste, da gibt's einen Joker und man darf, also bei Arschloch darf man auch das gleiche drauflegen, ne? Bei Arschloch ist es so, du legst, also Arschloch ist so, jeder kriegt 10 Karten bei 3 Leuten, die anderen 2 sind jetzt in der ersten Runde raus, damit der Karo 7 fängt an. Und du kannst entweder eine Karte legen, 2 Karten, 3 Karten oder 4 Karten. Ich kenn's ja, genau. Beispielsweise, der mit der Karo 7 fängt an. Hat keiner die Karo 7? Indianer fängt die Herz 7 an. Man kann auch sein, dass sie im Stock ist. Lass uns zuerst mal Karten sortieren. Okay. Okay. Also du fängst halt an und du kannst halt entweder 2 Karten legen, 3 Karten oder 4 Karten oder also, eine. Du darfst halt aber nur so viele legen, wie viel du auch das gleiche hast. Ja, also wenn du zum Beispiel 2 7, ja. Das weiß ich, aber wenn du jetzt zum Beispiel 2 9 legst, muss ich ja da drüber kommen. Ja, 2 Zehner, 2 Buben, 2 Damen, 2 Könige. Also, ich darf aber auch 2 9 nochmal legen, oder? Oder ist. Nein. Also, na gut, dann ist 2 Zehner, 2 Buben, 2 Damen, 2 Könige. Ja, genau. Alles, was drüber ist. Ja, und auch nur 2. Wenn jetzt 3 Zehner hast, dann darfst du nachher auch. Ich weiß. Das war nur meine Frage. Gut. Hat er die Karo 7? Wenn ja, dann darf der nie anfangen. Die Karo 7 hab ich, ja. Ja. Und das anfangen. Du musst nicht mit der Karo 7 anfangen, oder kannst du. Ich weiß, ich. Easy drüber. Nö. Ja, dann meine. Nee. Nö. Dann fang an. Gönnt euch. Ach. Nee. Nein. Ah, Gönnung. Ja, das ist schwierig. Nee. Mann. Dann hab halt eine Asse. Nein. Dann hab halt noch 2 Könige zu deinen 3 Assen. Alles klar. Da muss ich los? Resi! Ja, ich hab mir die Karten vorher gesagt, dann haben wir so. Jit. Geh drüber. Wie lege ich da nochmal 2 gleichzeitig, Alter? Du kannst wie auf Windows, kannst du so ein, genau. Kannst du schon so einen Stift. Ja, schön. Fenster ziehen. Ach, der hat auch eine 8 hier, schwierig. Kannst du? 8 ist nur eine Pisskarte. Ja. Können vielleicht, wollen ist die Frage. Oh. Ja, natürlich, da war das letzte Ass. Zwei Neuner. Zwei Zehner. Nee. Schwierig. Das wird auch schwierig. Nein. Zwei Siebener. Schwierig. Das wird auch schwierig. Achter. Schwierig. Oh, fuck. Ah, scheiße. Hättest du das gespielt, hätte. Ja. Janis darf austeilen. 10 Karten. Ah, und Janis ist Arschloch. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Easy Arschloch. Einfach Deal und dann öffnen auf Deal. Viele wie eine Farbe aus. Achso, beziehungsweise nur halt alle und dann ist halt nicht gut. Ente ganz. Oh ja. Haben sie eine 8? Die Nacht, desto besser die Idee. Ich bin ein Genie. Ihr hört mir nicht zu gut. Ob ich eine 8 habe? Ich hätte dich gefolgt. Eine 8. Dann muss ich nicht das Beste, mein Bestes abgeben. Ich kann aussuchen, was Nein, ich kriege. Er kann aussuchen, so. Oder? Er darf dich nur nicht ausfragen, aber darf halt nehmen, was er will. Also, er könnte auch Ars nehmen, oder? Ja, weiß ich nicht. Halt. Haben sie vielleicht noch eine 10? Perfekt. So, dann kriegen sie von mir das hier und das hier. Okay. Dann darfst du anfangen. Janis. Ja. Er ist gerade überlegen, was macht er? Ja.
Was fummelst du an meinen Karten rum? Vorsichtig. Was fummelst du an seinen Karten rum? So. Ich fummel an meinem Schatten. Ja, komm, ich fang hier mit an. Eine 7. Eine 7. Okay. Grüß dich. Ach so, ja, dann. Möchtest du da drüber? Schwierig. Schwierig, wenn ja, du drei Asse hast. Möchtest du darüber? Ob ich drei Asse ja, natürlich. Ja, sie ist stark. Möchtest du da drüber? Chris ist doch, er will nicht drüber. Ich kann nicht. Achso. Er will nicht, kann nicht, hier rum. Ne? Da, wobei. Doch. Ah. Eine 8. Okay, grabt er sich direkt. Bisschen. Bisschen Gönnung brauchst du im Leben. Ein bisschen Gönnung im Leben brauchst du, sagst du? Ja, bisschen. Bin ich dabei. Ja, ein bisschen Gönnung im Leben. Zwei Zehner gehen noch? Ja, warte mal. Zwei Könige sehe ich auch noch. Ja, zwei Asse gehen auch noch. So, und bei mir sagen, ich hätte drei Asse. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ernsthaft dem... Kommst du da drüber? Ah, natürlich. Schwierig. Easy crazy. Zwei Buben. Zwei ist schwierig für Janis. Na, tut mir leid, Janis. Oh, scheiße, ich glaube, ich hätte den... I hardly betrayed you. Ich hätte glaube ich erst den legen müssen, bevor ich meine beiden gelegt hätte. Ah. Weißt du, ich denk mir so, geil, schmeiß 7-8 weg, was kriegst du 2-7er? Bam! Das war ein schwieriger Stock. Ja, ich darf wieder aussehen. Ja, du hast jetzt aber diesmal mich abgedrückt, siehst du. Ich nehm bessere Karten als er, was? Penner. Asse! Warte. Schwierig. Ja, das ist ein sehr, ob ich Asse sehr habe? Schwieriges Blatt. Ja. Ja. Ey. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Blatt. Die Firma dankt. War mir so klar, dass die Firma dankt. Ich darf anfangen, ne? Richtig. Ja. Der klassische 4-7er Opener. Zweimal? Ja, ich kann bezeugen, woran das liegt. Ich habe zwei Stücke in den Stock geschmissen. Aha. Okay. Ich meld nicht. Aber nur Kevin. Komm. Ja, dann gönn dir. Janis? Nein, Janis? Nicht. Ja, fangen wir mal so an. Janis? Nee. Dann fangen sie doch mal an. Nasenbluten? Das war mir so klar, dass er Triple King hat, der Wichser. Nasenbluten? Ja, ja, fang mal an. Lol, wo wolltet ihr denn hin? Tschüss. Was hast du da gelegt? Eine 8? Okay. Eine, komm mal zu, Chrissy. Ja, hier. Fick dich. Was denn? Nee, will ich. Der macht halt wirklich zu, der Arsch. Willst du? Wobei, ah, fuck! Nee. Zu spät! Ja, ja. Willst du nicht? Ach so! Will er nicht? Ach so! Ja, moin. Ja, Janis, du bist stark. Safe. Ja. He realized he could have been first. Scheiße. Ja, dann! Ich hätte sogar noch Erster werden können. Du hattest vier Asse! Alle vier! Ob du Kacke bist! Nee. Ah, Kevin, du hast doch bestimmt einen König für mich, oder? Aber du hast doch bestimmt noch einen Ass. Aber Freunde. Bitte lass mich mal. Kriegst du Data. Immer scheiße zu mir. Nur ist okay. Ja, ist okay? Ja, ist okay. Ist für einen guten Anfang. Quasi. Warte, ich dachte, Janis, ich bin ja. Hast du schon mit dem Stock gespielt?
Du kannst mit dem Stock tauschen, wenn du willst. Du kannst zwei Karten blind hinlegen und ja, halt zwei Karten nehmen. Oder eine Karte hinlegen und eine. Und das ist der Stock, oder wie? Ja, genau. Du darfst blind tauschen. Du darfst halt nur eine Karte aus dem Stock nicht zurücktauschen, die du vorher nicht angekommen. Also du legst halt zwei Karten hin oder eine. Was hast du gefragt? Was? Ich hab gefragt nach dem König und dem Ass. Hast du beides gekriegt? Ja. Richtig. Nein, ich will nicht tauschen. Okay. Und er hat keinen Ranz auf der Hand, dann sind da die restlichen beiden 7 drin. Da habe ich verstanden, okay. Vielleicht hat er auch einfach die beiden 7 noch da, nur falls du wirklich spielst, ne? Wer will denn bitte die 7 da nicht wegschmeißen? Das weiß ich nicht. Ja, komm. Gönnung. Janis! Nein. Oh, darf ich anfangen? Darf man jetzt. Ja, Schuss auf. Was? Die kommen einfach drauf, also die kann so aus dem Stock. Ja, die wissen, was im Stock drin gewesen war. Ja, da hättest du vertauschen müssen. Das war sie nicht. Hast du 2 Zehner? Hast du nicht? Nein, ich möchte auch nicht. Ah, ja, sehe ich mich. Ach Huch. So! Huch? Ja, schwierig. Nee. Bei Nix erstmal Nass legen, auch. Obwohl, warte, sie fängt warum legst du Nass? Ich kann. So ja, random! Du bist dran, ne? Ich meld nicht. Möchtest du diesmal? Was hast du bitte? Ja. Scheiße. Also. Ja, Königin ist nicht mehr drin und ist auch nur noch maximal ein Ass drin. Ich glaube, das hat auch er. Ja, komm, Janis. Dann fangen sie an. Möchtest du? Ja, nö. Möchtest du? Gönnung. Möchtest du? Nee, geht nicht, weil kein König da. Schwierig. Scheiße. Das konnte ich halt nicht mehr gewinnen, deswegen. So. Hättest du das Ass nicht gespielt, hättest du das tatsächlich sogar gewinnen können. Nee, tatsächlich nicht. Na, solltest du die immer als vorletzte Karte aufbewahren. Ja, trotzdem hätte ich trotzdem nicht gewinnen können. Oder mache ich gerne mal so. Würde ich ja Taktik verraten. Kevin, was? Nee. Das sind meine zwei höchsten. Das sind nicht unbedingt deine zwei höchsten, ne? Okay. Ich möchte gerne. Sag mir, was du haben willst. Ein König möchte ich haben. Kriegst du von mir. Noch ein König haben? Nee. Also. Hast du eine 10? Die kann ich dir tatsächlich geben. Nimm ich doch die 10. Wollen sie tauschen? Ja, komm. Kann eigentlich nur gut werden. Du kannst auch nur eine tauschen, wenn du eine willst, Juri. Die Lache klingt schon so fail, ey. Lass mich raten, so 8, 9 eingetauscht und 7 und 8 wieder gekriegt. Nee, 7 und 8 eingetauscht, 7 und 8 wieder bekommen. GG, ja, dann 2 Achter drauf, Janis. Nee, kann ich nicht. Wie kannst du nicht? Kannst du nicht. Möchte ach so, nicht. Ja, ich möchte dann nicht. Gönn dir. Wie vielleicht möchte ich auch nicht. Möchtest du da jetzt drüber? Nö. Gönn dir, Chrissy. Mario. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Hallo, hey. Über die drei Könige kommst du nicht mehr, wenn ich die Asse hab. Ja, aber ich wäre über die drei Könige gekommen. Wie denn mit 3? Kann ich gar nicht, mehr kann ich gar nicht. Deppen. Ich hab alle Asse. 9. Königin. Aber das ist auch geil, weißt du, ich denk mir Kevin so, hast du eine Asse? Und dann so, oh warte, ich hab ja eine. Das ist mir dann aufgefallen. Erst dann hab ich mal nachgezählt, wie viele Asse da drin. Nö, möchte ich nicht. Na gut, doppelte 8. Das höchste ist ja jetzt eine Dame. Nee, möchte viel Spaß beim Streiten. Doppelte 9? Jetzt will er. Ja, warte. Kann sich nicht entscheiden. Ja, dann gönn dir. Let's struggle. Ja, moin. Noch mal ein Triple? Eine einzelne 8. Gönnung. Schwierig. Kannst du? Nee, das sehe ich nicht. Alter, clean gespielt. Mann! Yeah.
Hätte ich gedacht, dass ich das gewinne. Kevin! Ja, hi, Chrissy. Na? Wir brauchen hier mal einen Rollenwechsel, Chrissy. Tu mal was. Ich brauch Asse, hab ich gehört, glaube ich. Halt's Maul! Hallo, ich hatte erst 3 und dann 4. Erste Karte erstmal nach, so gefällt mir das weiter so. Halt's Maul, Penner. Halt's Maul. Hast du ein Ass? Ja, fick dich, da. Dann hab ich schon wieder alle 4 auch. Och, du Penner. Hast du einen Buben? Nee. Also nicht. Kein Buben? Nein. Echt nicht? Ach, die Junge! Fuck mich nicht ab. Ja, komm. Hast du eine 9? Ja, die kann ich dir bieten. Also, nee. Bitte gib mir irgendwas, womit ich was anfangen kann. Ja, kannst du bestimmt was anfangen. Kann man auch nur eine Karte abgeben? Kannst du. Ja. Ja, ja, dann kannst du dir sogar aussuchen, welche von beiden du nimmst. Oder du nimmst direkt die oberste. Okay. Das ist egal. Relativ. Du könntest auch jetzt noch eine zweite tauschen. Nein, nein, ich möchte nicht. Möchte ich nicht. Gut, dann darf Kevin anfangen. Will jemand über den Quadro drüber? Also, ich könnte ja, ne? Just don't be a fucking anti. Also. Nee, lass mal. Janis! Ja, nicht! Ja, ja, gut, dann fangen wir doch mal slow an. Ich nee, glaube nicht, möchte dass nicht. Das dann. Nee, möchte wobei, nicht. Möchte ich wohl. Leiert ihr ihm das Ass aus dem Kreuz? Ah, okay. Ja, ist okay. Nein. What? Ja, da kommt nicht mehr, Kevin. Nein, ich kann, aber ich will nicht. Muss das denn sein? Ja, muss. Doppelter Bube, ja, gönn ich mir. Doppelte Königin. Janis, ja, willst du drüber? Möchte ich nicht. Nee, möchte nicht, das wundert mich jetzt aber. Schwierig. Als ob. Jetzt spielt er mich jetzt auch so aus, der Wichser. Nein. Du Ratte, Alter. In die Fresse und in die Fresse. Ja, kannst du einfach wieder fahren. Nee. Nee. Das ist doch nicht wahr, Alter. Als ob ich auf der scheiß doppelten 10 sitzen bleibe. Oh, meine Fresse. Ja, es war aber gar nicht mehr. Hey Kevin, die 2-8er konntest du brauchen, oder? Ja, tatsächlich. Ich wollte eigentlich 7 und 8 geben, aber nur dachte ich, komm, bis man makes in die 2-8er. Okay, definitiv Asse. Hab nur 1. Oh. Soll ich dir die nächsthöchste geben? Ja, mach mal. Genau. Oh, wait, das klingt hier sowas nach einem harten Quadro-König. Wie, was für ein guter, also wie gut als Mate bin ich denn? Bin ich ein Anti-Mate? Was hast du gefragt? Was hast du gefragt? Ass und Nix höchste Card. Und beides, was hat er dir gegeben? An Ass und die nächsthöchste Gart. Okay. Die ich besitze. Ich darf aber nicht erst eine tauschen, die dann nehmen und dann die andere nehmen, oder? Doch, darfst du. Du darfst eine weglegen, darfst die nehmen. Die du nicht genommen hast, die darfst du nicht wieder zurücknehmen. Nein, aber ich darf jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt die weglege, nehme ich mal eine. Ja. Dann nimmst du eine, guckst du die an und dann sagst du entweder ja, behalte ich. Also, und dann, okay, dann darf ich aber nochmal eine weglegen. Die behältst du auf jeden Fall. Ja, dann darf ich aber nochmal eine weglegen. Ja, darfst du. Das darfst du. Du darfst halt nur nicht die Karte, so keine Ahnung, legst du 7 weg, kriegst du 7, legst du so, das darfst du nicht. Ansonsten, wenn du halt Pech hast, dann hast du halt Pech. Oh, okay. Kevin! Ja, bitte. Was tun wir denn mal für dich? Weiß ich nicht. Ja, das weiß ich auch nicht. Was, wenn du 7 hast, nehme ich immer. Ja, ich weiß. Kennst du das? Na komm. Wenn du unbedingt. Wenn du so nicht fragst. Standard. Neu. Ja, willst du drüber? Janis! Janis, du bist dran. Ja. Oh. Das siehst du nicht da. Das Triple Ass mit Hass?
Ach so. Die Quadro Queen. Doch, möchtet. Triple Queen. Triple King. Okay. Wenn, dann will ich immer, dass du deine Rasse rausschmeißt. So, dankeschön. Dankeschön. Eine 10. Alles achieved, was ich achieven wollte. Ja, bin ich dann auch schon wieder raus. Viel Spaß, Jungs. Spielt das mal aus untereinander. Na komm. Das eine ist, was ich ihm gegeben habe, lol. Ja, die anderen drei hatte ja schon wer anderes. Dann möchte ich nicht. Du musst eh vor mir. Aber möchte ich auch nicht. Ja, ich möchte auch nicht. Warum das? Jetzt kommt wieder ein 1 zu 7. Oder? Möchte ich auch nicht. Möchtest du nicht? Ja, dann. Gönn dir, Chrissy. Gönn ich mir. Gönn ich mir. Möchte ich auch nicht. Ein Dual-Play bei Jannis. Möchte ich auch nicht. Vielleicht will ich, kann ich auch, aber ich möchte das nicht. Möchte ich nicht. Und damit habe ich verloren. Richtig! Hey. Als ob der eine Doppel-8 hat, oh fuck! Das ist natürlich belastend. Hast du echt gedacht, dass er auf den König kann auswählen? Keine Ahnung, das spiel ich noch. Okay. Dann zock ich PUBG. Uff. Ich hätte gerne 8. Oh, falsche Karte. Die nehme ich auch. Echt? Ja. Kriegst du das? Kriegst du das? Da freuen sie sich dran. I didn't expect that one coming back. Wer ist dran? Arschloch darf anfangen, sobald er fertig getauscht hat. Hab ich. Dann fang doch mal an. Gott, das sehe ich mich doch. Da siehst du dich, da sehe ich mich aber auch. Ja, da sehe ich mich. Ja, das ist jetzt. Da sehe ich mich nicht. Ja, kann auch keiner, das ist auch schwierig. Da sehe ich mich auch nicht. Hey, komm, Jannis, fangen wir mal langsam an. Hat er noch der 2 Erste? Was wie ein Hahn. Fangen wir mal langsam an. Ach so. Du holst so. Fangen wir mal langsam an. Ach so. Aha, so ein Ding ist das also. Die Quad 8. Ja, schwierig. Erklärt warum ich keine einzige hatte. Ja, danke. Ja, erklärt es, ne? Okay. Weiß auch nicht. So. Kommst du drüber, Jannis? Weiß ich doch. Was meinst du, warum ich mir sonst als Präsi eine 8 wünsche? Also bitte! Kommst du nicht drüber, weiß ich doch. Ja, das ist richtig. Kommst du nicht drüber, weiß ich doch. Oh. Verloren hast du, weiß ich doch. Nice. Ah! Dumm, hat sich an Jannis über die. Was hab ich hier gegeben? Eine Dame und eine 9? Ja, war ganz geil, die Dame. Weißt du, ihm gibt's die guten Karten. Also, ich hab mich bei den 3-10er schon gefreut. Ja, Jungs, war ne. Witzige Runde aus dem Titler, auch wenn ich mir fast die Kehle in den Hals gestochen hast, okay. Ja. Ja, keine Ahnung, ich werde versuchen, mal öfters wieder da zu sein. Macht nämlich Bock mal wieder. Und mit dieser Helmetäuschung zurück ins Zelt. Fick dich, Kevin. Okay.